Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Makerinnen. Letzte Woche hatte ich im Kurzvideo ja schon angeteasert, dass wir uns heute mal anschauen werden, wie mein Workflow aussieht, um eine STL-Datei zu erstellen, also wirklich über das CAD-Programm eine STL-Datei zu erstellen, die man dann später drucken kann. Und das werden wir uns heute mal anschauen anhand von so einer Storage-Box hier. Aber zuvor möchte ich euch um etwas bitten. Über 50% meiner Zuschauer haben laut YouTube meinen Kanal noch nicht abonniert. Das finde ich echt schade und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Wie gesagt, es kostet euch nichts, es ist komplett kostenlos und ihr hilft mir damit weiter, solche Videos wie diese hier zu machen. In diesem Sinne machen wir gleich mal weiter. Das finale Produkt ist so eine Storage Box. Aber das fängt natürlich nicht gleich damit an, sondern wir müssen natürlich erstmal eine Idee haben, wie wir das Ganze umsetzen. Und die Idee ist mir gekommen, weil VW mit der Auslieferung des Fahrzeuges solche Trennscheiben hier mitliefert. Die sind ziemlich cool, die sind auch federgelagert. Hier vorne ist so ein kleiner Nuppel drin, der dann auch unten entsprechend einrastet. So kompliziert wollte ich es jetzt nicht unbedingt machen. Es reicht mir, wenn ich es einfach reinstecken kann und entsprechend das einfach ein bisschen was trennt. Aber VW liefert nur eine davon mit. Und wer den ID.3 kennt, weiß, da gibt es dann 3, 4, 5 verschiedene Arretierungspunkte, wo man das eintrennen kann. Und es wäre schon nice, wenn man 2, 3 von diesen Scheiben hätte, um einfach ein bisschen Ordnung in der Mittelkonsole zu haben. Also habe ich mir überlegt, okay, statt das Ding jetzt mal beim VW-Zubehör zu suchen und vielleicht teuer zu kaufen, drucke ich mir einfach eins selbst. Und habe dann dieses Teil hier genommen und habe ganz einfach wirklich plump das, die Umrisse hier auf ein Blatt Papier gezeichnet. Hier habe ich nochmal die Ansicht von unten drauf gepackt. Da ist nämlich, wenn man genau hinguckt, unten nochmal diese Nut drin. Wofür die jetzt genau ist, weiß ich nicht ganz genau. Wichtig ist aber der Part hier erstmal, ja, dass hier entsprechend die Konturen richtig aufgezeichnet sind. Ich halte es nochmal in die Kamera, damit man es vielleicht ein bisschen besser sieht. Und die habe ich schon relativ klar aufgezeichnet. Das werdet ihr auch gleich sehen, warum ich das gemacht habe. Die zweite Idee, die mir dann gekommen ist, okay, man könnte es nicht nur als Trenner machen, sondern man könnte auch gleich noch mit dem Trenner noch eine weitere Funktion verbinden. Und daraus ist dann quasi die Box geworden. Da habe ich auch ganz plump entsprechend das ganze Teil aufgezeichnet. Ja, das dann hier nochmal eine Seitenansicht und hier geht der Deckel auf. Entsprechend ist noch eine Early-Stage-Version, ist jetzt noch nicht so ausgefuchst, aber wichtig ist, wie gesagt, die Traufsicht. Und da haben wir entsprechend klare Konturen. Und die klaren Konturen sind deswegen wichtig, das sage ich einfach so, weil wir das Ganze einscannen. Und das scannen wir einfach mit einem, habe ich jetzt hier mit einem Scanprogramm auf dem Smartphone gemacht, mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast, einfach, dass man, das sieht man hier relativ gut. Ich halte es nochmal da in die Kamera rein. Na, funktioniert das? Ich hoffe doch mal, dass man das sieht. Wenn nicht, versuche ich es in der Nachbearbeitung ein bisschen besser hinzubekommen. Ganz einfach deswegen, dass man entsprechend die Konturen gut erkennt. Ja, weil das ist wichtig, dass wir das dann später im nächsten Schritt in der Bildbearbeitung dann entsprechend nachzeichnen können. Jetzt haben wir schon mal digitalisiert die Zeichnung, was recht einfach ist. Haben es digitalisiert und jetzt kommt der nächste Schritt, den ich persönlich immer gerne mache, weil ich zeichne mir dann eine SVG da draus. Kann man natürlich überspringen, kann sagen, okay, man geht direkt zum CAD-Programm über und zeichnet es direkt nach. Aber ich gehe natürlich hin und nutze nochmal bei mir jetzt speziell Affinity Photo. Geht auch mit Photoshop, Illustrator und wie sie alle heißen, mit GIMP und so könnt ihr das bestimmt auch machen. Es geht einfach darum, dass ihr ein Programm habt, mit dem ihr eine SVG-Datei erstellen könnt. Ich habe jetzt in meinem Falle einfach mal nur die Hälfte entsprechend von dieser Datei digitalisiert. Das heißt also, ich habe einfach mit einem Fahrtwerkzeug entsprechend in Affinity Photo die Kontur nur zur Hälfte gemacht, habe die dann nochmal oben und unten verbunden und habe das dann dupliziert, gespiegelt und zusammengerückt, so dass ich wirklich dann am Schluss beide Seiten gleich habe, dass wirklich beide Hälften vollkommen identisch sind und ich dann noch wirklich ein einheitliches Objekt später daraus extrudieren kann. Diese SVG-Datei speichere ich mir erstmal ab und importiere sie dann in Fusion 360. Und in Fusion 360 ist es dann relativ einfach, sich so eine Box draus zu machen, auch wenn ich jetzt hier erstmal so 1, 2 Prototypen gebraucht habe. Aber im Grunde genommen ist es so, dass man sich die SVG importiert und diese einfach extrudiert. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar Extras, weil ich natürlich einen aufklappbaren Deckel haben wollte und solche Spielereien, habe ich natürlich hier nochmal eine kleine Schicht in der Mitte entsprechend rausgetrennt aus der SVG, habe hier hinten nochmal entsprechend die Scharniere eingebaut, wie ihr hier sehen könnt. Ja,
habe nochmal Einlässe für die Magnete hier oben eingebaut. Ja, hier oben kommen Magnete rein. Auf der anderen Seite habe ich sie schon eingebaut. Also diese weißen Stellen sind quasi mit die Magnete, wo ich dann nochmal mit Playclue entsprechend das Ganze fixiert habe. Einfach, damit das Ganze dann auch wirklich schön zuklappt. Hier hinten merkt ihr, habe ich ein bisschen noch was mit der dem Kantenschneider entsprechend noch mal so ein bisschen was rausgenommen. Das werde ich in der finalen STL-Datei, die ich euch zur Verfügung stelle, natürlich noch mal rausrechnen. Ganz einfach, weil hier hinten die Kante ein bisschen zu eckig ist und dann beim drüber, beim Öffnen entsprechend das ein Problem ist. Das war bei der großen Variante, die habe ich ein bisschen größer gerechnet, hier absichtlich, um zu gucken, ob das reinpasst, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Das hat zwar funktioniert ganz gut, das war halt auch vom dem Spielraum, den man hatte dazwischen, noch mal ein bisschen besser. Aber insgesamt war es natürlich dann entsprechend so groß, dass wenn ich den Deckel aufgemacht habe, der Deckel die komplette Box nach oben gedrückt hat. Und das ist bei der kleinen Variante hier, habe ich festgestellt, nicht mehr der Fall. Dafür muss ich hier hinten nochmal entsprechend die Kante anfasen, nur an dem unteren Teil, damit entsprechend der Deckel beim Öffnen nicht mehr an der Box schabt. Ansonsten ist die aber soweit richtig gut. Ich habe die gerade eben nochmal im Auto getestet, passt soweit rein. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Hier vorne habe ich entsprechend die Griffmulde noch versucht nachzumachen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen soweit. Und habe die dann nochmal, wie versprochen, übers Wochenende neu gedruckt. Und ich finde, die ist richtig schön geworden. Das verwendete Material ist das 3D Fuel Pro PLA. Das glänzt zwar ein bisschen, lässt sich aber am Schluss richtig gut drucken und ist auch ein bisschen hitzebeständiger als normales PLA, habe ich mir sagen lassen. Das werde ich natürlich jetzt rausfinden. Und wenn das nicht hält, drucke ich es halt in PETG oder in ABS sogar. Was wir jetzt noch machen werden, ist, ich nehme mal hier die Masken raus. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Und was wir jetzt machen werden, da werde ich jetzt mal hier auf die Kamera umschwenken, ist ganz einfach und blump. Wir packen da mal ein Magnet rein. So muss der andere dran, okay. Das bedeutet, das kann man so zuklappen. Und dann öffnen wir einfach mal hier den Playclue und sind ganz dreist und kleben hier einfach mal ein bisschen, bis es fast schon überläuft. Das Ganze muss jetzt noch mal ein paar Minuten trocknen. Und ich reiße mir hier mal ein Stück Papier raus, weil ich habe da ein bisschen zu viel drauf gemacht. Habe ich meine Skizze zwar ein bisschen kaputt gemacht, aber da werden wir jetzt noch ein bisschen von dem Playclue verstreichen. Das wird zwar dann an der Innenseite schön weiß werden, aber das ist kein Thema. Und das lassen wir jetzt einfach trocknen und damit ist das ganze Projekt dann fertig. Das heißt also, ich habe dann eine Box, die werde ich mir noch ein paar Mal drucken und noch ein paar Magnete reinpacken. Und dann habe ich fürs Auto entsprechend 2, 3 Unterteilungen mit entsprechend Aufbewahrungsmöglichkeiten dazwischen. Das Ganze werde ich jetzt nochmal in verschiedenen Breiten für euch bereitstellen und auch einfach nur als Trenner. Ja, falls ihr sagt, okay, ihr hättet es nur gerne als Trenner. Und ich werde nochmal überlegen, ob ich vielleicht es hinbekomme, entsprechend eine Version ohne Deckel zu machen, dass ihr also einfach nur diese Box so habt und die entsprechend dann ohne Deckel nutzen könnt. In diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ihr könnt immer unten in die Kommentare schreiben, welche Version von der Box ihr gerne hättet. Oder falls ihr ein anderes Fahrzeug habt, sagt gerne Bescheid, wenn ihr euch nicht traut, das Ganze selbst zu designen. Dann kann ich natürlich versuchen, das für euch zu designen. Braucht ihr einfach nur mir entsprechend mal ein paar Maße zu schicken und dann können wir das mal versuchen. In diesem Sinne hat euch hoffentlich das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. In diesem Sinne, bleibt gesund. Happy Printing!